Ja, hallo zu einem neuen WAF-Podcast. Wir wollen uns heute mit euch mal ein wenig über das Thema Arbeiten trotz Krankschreibung. Ist das überhaupt erlaubt? Ist das versichert? Was ist dabei zu beachten? Unterhalten. Wir, das ist der Patrick Dirksmeier, ein Fachanwalt, der die juristischen Aspekte in diesem Zusammenhang so ein bisschen beleuchten würde. Meine Wenigkeit ist der Frank Lehmhagen. Ich bin Fachberater im Arbeits- und Gesundheitsschutz, also komme aus der betriebswirtschaftlichen Seite, habe mich dort in den Bereich Personal verstärkt reingebissen und daraus abgeleitet dann später das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz. Da berate ich Betriebsräte und zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz, betriebliches Gesundheitsmanagement. Und dann hat man auch in den Seminaren, auch bei der WAF, immer mal so die Frage, dann kommt es häufig über das Thema BEM, wie sieht es eigentlich aus bei Krankschreibung, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, wie es offiziell heißt, darf man da eigentlich arbeiten? Und deshalb wollen wir dieses Thema mal so ein bisschen beleuchten. Der Patrick hat mir im Vorgespräch gesagt, aus arbeitsrechtlicher Sicht sind das zwei Worte, dann ist das Thema erledigt. Ganz so leicht möchte ich es dir nicht machen, Patrick. So ein paar Aspekte. Guten Tag erstmal. Ein paar Aspekte möchte ich schon beleuchten. Ja. Betriebsrat heute, der Podcast der WAF. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Hinweis, um es einzusortieren, ihr findet vertieft dieses Thema in den Arbeitsrecht 2 Seminaren schwerpunktmäßig und ihr findet es immer wieder mal versteckt auch in unserem dreiteiligen Seminarbereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Da werden wir über solche Themen auch immer sehr intensiv mit euch diskutieren. Präsentismus nennt man das, wenn Arbeitnehmer, obwohl sie eigentlich arbeitsunfähig geschrieben sind, sich doch irgendwie an den Arbeitsplatz begeben, aus den unterschiedlichen Motivationen heraus. Es gibt da neue Erhebungen von der Pronova Betriebskrankenkasse beispielsweise aus dem letzten Jahr. Beispielsweise wurde festgestellt, ich finde es relativ erschreckend, gerade mal 28% der deutschen Arbeitnehmer bleiben tatsächlich zu Hause, wenn sie denn arbeitsunfähig geschrieben sind. Und die neueren Entwicklungen zeigen auch selbst dieses Thema Corona, wo wir vor wenigen Monaten noch in Schockstarre waren. Selbst Corona führt inzwischen nicht mehr dazu, dass die Mitarbeiter konsequent zu Hause bleiben. Patrick, wie ist das denn arbeitsrechtlich tatsächlich? Darf ich so ohne weiteres arbeiten gehen, wenn ich arbeitsunfähig geschrieben bin? Ja, also wenn ich arbeitsunfähig beschrieben bin, dann bin ich erstmal, habe ich ein gutes Recht zu sagen, ich kann jetzt nicht arbeiten, ich bin krank. Das ist erstmal vorwegzustellen, niemand kann gezwungen werden, trotz Arbeitsunfähigkeit zur Arbeit zu kommen. Irgendeinen Druck zu erzeugen gegenüber Arbeitnehmern wäre unzulässig. Mhm. Das ist erstmal vorwegzustellen. Mhm. Und das kann man sich erstmal auch so merken. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja selbstständig, bin kein Arbeitnehmer und ich kenne das persönlich aus meiner Vergangenheit. Ich war nicht immer nur Rechtsanwalt. Ich hatte 7 Jahre lang, als Profisportler Triathlon gemacht. Und das war quasi mein Beruf. Also ich habe als Profisportler den täglichen Druck gehabt, zu trainieren. Also ein Tag Ausfall war für mich mehr oder weniger der Worst Case, weil gefühlt bist du an dem Tag nicht im Training, die Konkurrenz zieht an dir vorbei und es ist ja auch, du bist ja auch täglich mit deinem Körper beschäftigt als Sportler und du horchst in dich hinein und fragst dich, bin ich jetzt krank? Kann ich jetzt trainieren? Und man muss ja sagen, bei körperlich intensiver Betätigung ist das ja nochmal extremer auf frühzeitige körperliche Signale zu reagieren. Und wenn man dann tatsächlich, ich nenne es mal nicht Präsentismus, sondern Aktionismus, wenn man dann aus innerlichem Drang, aus der Angst, seine Form zu verlieren, sagt, ach komm, ich beiß die Zähne zusammen, das ist nur ein kleines Schnüpferchen, machen wir mal weiter. Das geht in 90% der Fällen schief, weil wenn ich in so eine als Sportler in so eine Krankheit reintrainiere, dann kommt irgendwann die richtige Breitseite. Also etwas, was man kurzzeitig in 2-3 Tagen auskurieren kann, kann dich Wochen, teilweise einen Monat oder noch länger Trainingsrückstand kosten. Und deswegen habe ich als Sportler früher immer morgens meinen Ruhepuls.
messen müssen. Und wenn der lag dann immer so bei, ja, so um die 37, wenn der dann erhöht war und plötzlich mal über 40 war, ist natürlich jetzt, ne, bei Leistungssportlern eher niedriger. Aber wenn er dann plötzlich erhöht war, so 5 Schläge, dann wusste man, oh, jetzt muss ich aufpassen. Genau, jetzt muss ich im Trainer Rücksprache halten und im Zweifelsfall mal lieber, weniger ist da manchmal tatsächlich mehr. Und da muss man tatsächlich gutes Körpergefühl haben. Aber das jetzt nur mal aus der Perspektive eines ehemaligen Profisportlers. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr seid es ja auch gewöhnt, ihr lernt das ja als Profisportler, auf euren Körper zu achten, in euren Körper reinzuhören. Ihr kriegt auch so ein bisschen mit, ne? Das kann eher auch schädlich sein oder nachhaltiger sein. Nun gehen wir mal von dem normalen Büromenschen aus, ne? Der das nicht so gewohnt ist, ne? Der jetzt irgendwann mit der Grippe zum Arzt geht. Der Arzt zieht den bei der Grippe traditionell immer noch so 7-9 Tage aus dem Verkehr, ne, und nach 3 Tagen fällt ihm langsam die Decke auf den Kopf und er überlegt auch, naja, ne, so schlimm ist es ja doch nicht und die armen Kollegen müssen jetzt die Arbeit mitmachen, ne, ach, ne, ich fahre jetzt ins Büro. Und wie, ne, wie der Zufall es so will, ne, lass uns auch diesen Aspekt mal kurz beleuchten, weil auch diese Fragen, ne, dann immer kommen. Wie es der Zufall so will, auf dem Weg ins Büro hat er jetzt einen Verkehrsunfall. Wie sieht's denn aus? Die Berufsgenossenschaft wird doch sehr wahrscheinlich sagen, was hast du, also grundsätzlich ist Autofahren ja, ne, erlaubt, ne, auch wenn ich krank bin, aber die Berufsgenossenschaft wird doch sagen, was hast du da überhaupt auf der Straße zu suchen gehabt? Du warst doch arbeitsunfähig, ne, und bist jetzt einfach in die Firma gefahren. Das zahlen wir nicht als Wegeunfall. Das wird doch wahrscheinlich die Konsequenz sein, oder? Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, ich habe eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eines Arztes, der sagt mir im akuten Zustand, ich bin jetzt krank und voraussichtlich x weitere Tage. So, das ist eine Prognose. Ärzte, Halbgötter in Weiß auch genannt, die können ja vieles, aber sie können noch nicht in die Zukunft schauen. Sie können definitiv nur sagen, naja, vermutlich, statistisch gesehen dauert das in etwa so und so lange. Das heißt, eigentlich heißt es nicht, dass ich auch genau 9 Tage krank bin, nur weil ich 9 Tage krank geschrieben bin. Das heißt, grundsätzlich ist es auch okay zu sagen, ich bin jetzt, letztlich für mich bei mir nicht der Standardfall vor, ich bin jetzt schon früher gesund. Es kann natürlich auch anders sein und es kann ins Gegenteil umschlagen. Ja, es kann auch sein, 9 Tage haben nicht ausgereicht, ich brauche nochmal 5 Tage. Es kann auch sein, ne? Also beides muss man sagen und wirkt sich dann erstmal nicht auf die Versicherung aus, dass das in irgendwelcher Weise nicht versichert wäre. Okay, das halten wir dann vielleicht doch nochmal fest. Also, ne, der gelbe Schein, wie er früher hieß, den gibt es ja nicht mehr, das ist ja elektronisch heute. In den meisten Fällen. Ne? In den meisten Fällen sind wir ja noch so ein bisschen in der Übergangsphase, ist kein Arbeitsverbot, ne, sondern das hast du gerade gesagt, das ist eine Prognose, ein Attest. Ich als Arzt gehe von meiner medizinischen Sicht davon aus, der Lehmhagen ist mit den und den Erscheinungen bei mir erschienen oder, ne, Symptomen erschienen und das wird die nächsten 9 Tage nichts werden. Das ist eine Prognose, hast du gesagt, kein Arbeitsverbot. Deshalb auch aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, insbesondere mit Blick auf die Berufsgenossenschaft, darauf wollte ich, ne, hinaus, kein Thema, wo die BG jetzt sagen würde, du hast jetzt gerade auf dem Weg einen Verkehrsunfall gehabt, ne, deshalb zahlen wir an der Ecke nicht. Jetzt spinnen wir das mal weiter. Ne? Der ist gesundheitlich angeschlagen, ne? Damit ist der Körper ja auch für weitere Erkrankungen anfälliger. Oder kann es verschleppen. Ne? Oder man kann es verschleppen. Punkt, den ich gerade da, ne? Und das ist ja das Thema, was du auch aus deiner, ne, Sportlersicht, ne, vorhin angesprochen hast. Verschleppt das, ne, dann ist es der eine Aspekt. Aber es könnte ja durchaus auch passieren, der ist jetzt erstmal noch mit einer laufenden Grippe, ne, ins Büro gefahren, ne, und ist dementsprechend anfälliger und im Büro grassiert gerade Magen-Darm, also eine Neuerkrankung, die ich mir aber umso leichter einfange, dann wird doch wahrscheinlich die Krankenkasse sagen, ne, also von wegen Entgeltvorzahlung, ne, und hinterher dann insbesondere auch Ersatzleistung, kommt gar nicht in Frage, das hast du dir auch selber zuzuschreiben, dass du, ne, anfälliger ins Büro gefahren bist und dir dann gleich eine Neuerkrankung eingesagt hast. Also müssen schon hohe Anforderungen gestellt werden. Es steht zwar im Gesetz, dass man unverschuldet die Arbeitsunfähigkeit herbeiführt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht auch fahrlässig in meinem Alltag mich irgendwie einschränken müsste. Ich darf grundsätzlich auch leben wie jeder normale Mensch auch. Es gibt Extremfälle. Ich hatte einen Fall tatsächlich, wo die Arbeitsunfähigkeit absichtlich herbeigeführt war. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Eigentlich hat es mehr einen strafrechtlichen Hintergrund. 2 Personen beschlossen, ihre Versicherung abzuziehen. Und die hatten den schlauen Plan, es waren auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, muss man sagen. Die hatten den Plan, ich leg mich auf die Straße und du fährst mir übers Bein und dann ziehen wir die Versicherung ab. Yeah. Das Ganze ging schief.
Ja, Riesensauerei. Jedenfalls, das war vorsätzlich. Und das kam auch deshalb raus, weil die beiden irgendwie ein Dauerschuldverhältnis hatten. Die hatten sich gegenseitig öfters Schaden zugefügt. Und da kam man kannte sich also besser. Man kannte sich und das wusste auch, die Versicherung hat dann auch irgendwie, da ging dann die rote Lampe an. Und da konnte man tatsächlich nachweisen, komm, das war jetzt absichtlich. Okay, Extremfall. In der Regel müssen da hohe Anforderungen gestellt sein. Ne? Also das wird, ich würde da sagen, von Ausnahmefällen abgesehen dürfte da nicht die Schwelle zur groben Fahrlässigkeit beziehungsweise Vorsatz überschritten worden sein. Okay. Ne? Ein Aspekt noch, Stichwort Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Ja. Da steht ja schon im guten alten BGB drin, 618, 619, dass der Arbeitgeber sich um die Sicherheit, den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter zu kümmern hat. Jetzt kommt dann Mitarbeiter, ne, weiß wie eine Wand, ne, rote Augen, leckende Nase, kommt in Betrieb, ne, kann kaum guten Morgen sagen, seinen Arbeitsplatz nicht finden, stellt sich an die Werkbank und fängt an zu arbeiten. Ja. Ne? Das Unfallrisiko unzweifelhaft größer als im Normalzustand. Kann denn der Arbeitgeber das so einfach laufen lassen? Ja, das ist natürlich jetzt, ja, wie du schon sagtest, die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine Gefahren auf der Arbeitsstelle für Leib und Leben der Gesundheit, Leib und Leben der Arbeitnehmer existieren. Und klar, da muss der Arbeitgeber in solchen krassen Fällen sicherlich einschreiten und sagen, Moment mal, hier haben wir zwei Probleme gegeben. Einerseits deine eigene Gesundheit. Ich sag mal, ne, körperlich immer Herzmuskelentzündungen und so weiter. Das sind immer die Folgen, die extrem sind. Und auch nicht nur von der einzelnen Person, sondern auch von der Belegschaft von den übrigen Kollegen sind Gefahren abzuhalten. Das heißt, wenn da jemand definitiv mit ansteckenden Krankheiten zur Arbeit kommt, dann gebietet es auch die Fürsorgepflicht gegenüber anderen Arbeitnehmern, dafür zu sorgen, dass die sich nicht anstecken. Also ich als Arbeitnehmer würde von meinem Arbeitgeber berechtigterweise verlangen können, dafür zu sorgen, dass ansteckende Krankheiten, also dass das Ansteckungsrisiko möglichst minimiert wird. Ja, wir haben es ja jetzt auch gerade mit der Corona-Pandemie gesehen, ne, wie schnell sowas geht irgendwie, ne, und dass da ja sogar auch der Gesetz- und Verordnungsgeber immer mal Aerosole, ja, das kennen wir jetzt alle. Das kennen wir jetzt alle, vorher wusste keiner, was das ist, ne, jetzt kennen wir es alle. Ja. Ne? Ein Stichwort in dem Zusammenhang noch, Versicherungsschutz bleibt, hatten wir festgestellt, Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Wie sieht's denn aus, ne, wenn der Arbeitgeber nicht reagiert, ne, der Arbeitnehmer jetzt also entsprechend zur Arbeit geht, ne, und weil er sich wegen seiner Erkrankung nicht entsprechend konzentrieren kann, können daraus Schadensersatzansprüche entstehen? Oder ist da eher die Situation, Arbeitgeber, du hättest ja vorher dafür sorgen müssen, du hättest ja eine Gesundschreibung, die es ja nicht gibt, nee, verlangen können, können sich daraus Konsequenzen ergeben? Also grundsätzlich muss der Arbeitgeber erstmal pflichtwidrig handeln. Wenn er seine Fürsorgepflicht verletzt, dann kann man sicherlich sagen, das ist eine Pflichtwidrigkeit. Diese muss kausal zu einem Schaden führen. Mhm. Ich muss jetzt also den Nachweis führen, dass die Pflichtverletzung dazu geführt hat, dass ich jetzt einen weiteren Schaden habe. Und jeder, der mal einen Verkehrsunfall hatte und eine Verletzung davongetragen hat, kennt unter Umständen die Problematik, einen Gesundheitsschaden auf ein Ereignis, auf eine Pflichtverletzung zurückzuführen, nachweislich. Mhm. Das ist erstmal eine hohe Hürde, die man nehmen muss. Dann würde das der Fall sein. Und dann kommt noch als letztes hinzu, dass der Arbeitgeber ein Verschulden an den Tag legt. Das heißt, er muss fahrlässig, zumindest Fahrlässigkeit an den Tag gelegt haben, um dass diese Pflichtverletzung und der Schaden eben eingetreten sind. Und dazu, das muss ich auch nachweisen, will ich einen Schadensersatzanspruch geltend machen. Und hier müsste ich zumindest nachweisen, dass der Arbeitgeber offensichtlich erkannt hat, dass jemand krank arbeitet. Wenn du jetzt das Bild schilderst, rote Augen auf allen Vieren, kommt er morgens durchs Werktor gekrochen und schleppt sich zur Werkbank. Das ist natürlich jetzt überspitzt. Ja, natürlich. In der Regel wird das ein Arbeitgeber unter Umständen nicht wissen. Ja. Also, wir halten mal fest, individualrechtlich im Verhältnis zwischen Arbeitgeber, ne, und Arbeitnehmer tut sich da vergleichsweise wenig. Ne? Der Arbeitgeber muss schon ein bisschen drauf achten. Ne?
Ne? Der hat unter Umständen allerdings auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein anderes Interesse, dass der Arbeitnehmer, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, sich erstmal auskuriert, weil sonst die Erkrankung ja auch verlängert werden kann, chronisch werden kann unter Umständen sogar. Ne? Aber im haftungsrechtlichen Sinne ist da nicht so wahnsinnig viel zu bewegen, sozialversicherungsrechtlich auch nicht. Wie sieht es jetzt aus, wenn der Arbeitgeber ganz grundsätzlich, letzter Aspekt vielleicht in dem Zusammenhang, vielleicht vor dem Hintergrund Erfahrung mit Corona jetzt sagt, ne, ich möchte da eigentlich eine generelle Regelung irgendwie im Betrieb haben, wie wir damit umgehen, wenn Mitarbeiter mit dem Verdacht eigentlich, sie wären eigentlich noch krank, arbeitsunfähig, tatsächlich in Betrieb kommen. Wäre das ein Thema für die Betriebsräte? Ja, das ist ja meiner Meinung nach eine, kommen da die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats in Betracht, Paragraph 87, zunächst einmal die Auffangvorschrift 1 Nummer 1, also ist ja Verhaltensordnung der Arbeitnehmer im Sozialverhalten, also der Arbeitnehmer untereinander einerseits, andererseits könnt ihr aber auch Nummer 7 in Betracht kommen, da geht es um den Gesundheitsschutz und wenn er sagt, im Homeoffice arbeiten, in der Grauzone, auch da kommt dann die Ausgestaltung der mobilen Arbeit Nummer 14 in Betracht, sodass da die Mitbestimmung des Betriebsrats sicherlich betroffen ist. Meiner Meinung nach dürfte der Betriebsrat aber auch ein Interesse daran haben. Ich meine, es geht hier schließlich, das haben wir vielleicht noch gar nicht so beleuchtet, dass die Arbeitnehmer ja auch ein Eigeninteresse an ihrer eigenen Gesundheit haben und auch sensibilisiert werden müssen für dieses Thema. Ja, und das ist ja quasi dann auch so ein bisschen das, wo du dich, was dein Herzensblut ist, so ein bisschen, dass der Betriebsrat sich dafür engagiert, Gesundheitstage abzuhalten, Mitarbeiter zu sensibilisieren und zu schulen, was ihre eigene Gesundheitsförderung angeht, betriebliches Gesundheitsmanagement als Oberbegriff. Das ist natürlich auch etwas, wo der Betriebsrat sich engagieren kann und einbringen kann. Sogar Initiativrechte hat, ne? Genau. Wenn wir das jetzt über den insbesondere 87.1.7 auch tatsächlich ableiten, tatsächlich, ne? Nur, ne, weil du sagst Herzblut. In der Tat, ne, mache ich auch so die Erfahrung, dass, ne, selbst dieses Thema Erfahrung Corona, eine Sondersituation, Krisensituation, ne, dass das alles schon tatsächlich wieder so ein bisschen in Vergessenheit gerät, ne, dass ne, dieses auch krank zur Arbeit gehen, ne, sich um solche Themen, ne, auch aktiv zu kümmern, so ein bisschen tatsächlich auch schon wieder in Hintergrund gerät. Ne? Und gerade deshalb, ne, ist es vielleicht auch nochmal wichtig, ne, und ne, ich mache das gerne in meinen Seminaren tatsächlich auch, ne, in den Arbeitsrechts- und Betriebsverfassungsseminaren sind das weiß ich immer so ein bisschen eher Randthema, aber in meinen Seminaren, dass ich hoffe, ne, auch diese Initiativmöglichkeit des Betriebsrates an der Ecke dann immer auch, ne, tatsächlich gerne hinweise. Ja, Patrick, ne, dann darf ich mich für das Gespräch bedanken. Wir halten fest, ne, juristisch keine wirklich kritische Situation. Ne, inhaltlich hast du gerade auch selber nochmal gesagt, oder wenn man so will, vielleicht auch moralisch, ne, so ein bisschen Thema auch Eigenschutz und Schutz auch, ne, nicht nur seitens des Arbeitgebers, sondern auch aus Sicht des Arbeitnehmers, von Kolleginnen und Kollegen. Ne? Nochmal zur Wiederholung, vertiefen tun wir solche Themen im Arbeitsrecht 2 Seminar. Ne? Dort geht es auch um solche Themen, ne? In den Arbeitsrecht 2 Seminaren Arbeits- und Gesundheitsschutz immer wieder mal, ne, in der Seminarreihe. Und die letzten Aspekte, die wir jetzt gerade hatten, die Mitbestimmungsrechte, natürlich auch in Betriebsverfassung 2 insbesondere. Ich halte mal fest, dass ich als Jurist jetzt auch mal moralische Aspekte eingebracht habe. Das finde ich sehr schön zu wissen, ja, dass sowas immer möglich ist, ist immer schön, genau. Ich danke dir auch. Danke dir, Patrick. Dankeschön und auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.